Ja, vielen Dank für diese wunderschöne Anmoderation, deren Titel hiermit hinfällig wird. Ich habe ganz lange daran gearbeitet, euch eigentlich zu erzählen, wie meine erste Filmproduktion entstanden ist. Und dann habe ich eben gerade den Moment erlebt, der eigentlich dazu führt, warum ich hier bin. Ich habe mit einem Kollegen gerade draußen gesprochen und es ging eigentlich nur um das Thema, ob er glaubt, er könne singen, und er sagte nein. Und das ist eigentlich ehrlich gesagt die Antwort auf die Frage, die ich mein ganzes Leben lang schon höre, dass Menschen zu mir sagen, sie glauben, sie könnten nicht singen. Und in meinem Leben war Musik immer das Allerwichtigste und ich habe immer Momente geteilt mit den großartigsten Menschen meines Lebens, in denen es um Musik ging. Ich bin gerade in den Tränen ein bisschen, aber es hat mich wirklich sehr berührt. Und Michael hat freundlicherweise gesagt, er würde mit mir ein Experiment wagen. Michael lernt jetzt mit mir singen. Michael. Ich finde das ganz fantastisch. Wie viele von Ihnen im Saal glauben, dass Sie nicht singen können? Ganz ehrlich, bitte Hand hoch. Okay, wie viele von diesen singen trotzdem in Ihrem Leben unter der Dusche, beim Radio hören? Warum glaubt ihr, dass ihr nicht singen könnt? Gut, ich wette, dass ihr alle singen könnt und ganz ehrlich, die Stimme ist euer Instrument. Damit bewegt ihr die Menschen, damit bewegt ihr die Herzen. Benutzt bitte eure Stimme. Es ist ganz egal wofür, aber nutzt sie auch zum Singen. Das macht euch frei und das gibt euch unheimlich viel Kraft. Wirklich, in der Stimme könnt ihr so viel ausdrücken. Und selbst wenn ihr es nur benutzt, um damit eure Sprechstimme interessanter oder varianter zu gestalten, nutzt eure Stimme. Wir singen jetzt nur etwas ganz Kleines und ich bitte euch gleich ein bisschen zu unterstützen. Und zwar die Zeile: Alles ist möglich dem, der sieht. Alles ist möglich dem, der sieht. Ein bisschen tiefer. Alles ist möglich dem, der sieht. Klingt fantastisch, oder? Ich würde sagen, er singt genau die Töne, die ich auch singe. Okay, ich möchte das jetzt gerne bitte mit euch zusammen machen. Alles ist möglich dem, der sieht. Nochmal. Alles ist möglich dem, der sieht. Wunderbar. Ich möchte jetzt gerne diese Gruppe hier, ungefähr das eine Drittel, zur Rhythmusgruppe auffordern. Ihr macht's. Oh, ist schön. Dam dadam dadam dam dadam dadam dam dadam dadam dam dadam. Ach, nochmal hören. Dam dadam dadam dam dadam dadam dam dadam dadam dam dadam. Nochmal ganz kurz Stopp bitte. Ihr seid wunderbar, dabei bleiben. Der letzte Ton ist unten. Also wir haben da 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 da. Dam dadam dadam 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 dam dadam dadam. Weiter. Dam dadam dam dadam dadam. Bisschen mit Spaß. Dam dadam dadam dam dadam dadam dam dadam dadam. Und wir singen weiter. Alles ist möglich dem, der sieht. Alles ist möglich dem, der sieht. Alles ist möglich dem, der da sieht. Lauter. Okay, danke. Und jetzt versuchen wir noch mal ein ganz kurzes Experiment. Ich singe nur, alles ist möglich dem, der da sieht. Und Sie alle machen bitte einmal die Augen zu und improvisieren vollkommen frei, was Ihnen dazu einfällt. Das können Sie auch. Ich weiß, dass das eine große Hürde ist. Wir sind sehr darauf geprägt, immer das nachzumachen, was uns jemand vormacht. Und wir freuen uns, wenn wir das schon hinkriegen. Prinzipiell haben wir aber natürlich alle eine furchtbar kreative Intelligenz. Und jedem fallen irgendwelche Töne dazu ein, irgendein Fußstampfen, irgendein spannender Text. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das einmal kurz traut. Also wir machen die Augen alle zu, es sieht keiner, es hört keiner. Ich mache das auch. Und ich fange einfach an und ich bitte Sie einfach einzusteigen. Alles ist möglich dem, der da sieht. Alles ist möglich dem, der da sieht. Alles ist möglich dem, der da sieht. Ich höre keine Stimmen. Alles ist möglich dem, der da sieht. Bisschen lauter. Alles ist möglich dem, der da sieht.
Alles ist möglich, dem, der da sieht. Dankeschön. Wer von denen, die sagten, sie können nicht singen, glaubt, dass sie eigentlich singen können, aber vielleicht niemanden gefunden haben, der es ihnen beibringt? Bitte, 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 bitte. Ich möchte Sie treffen und das mit Ihnen weiter trainieren. Vielen, vielen Dank für den kurzen Auftritt. Weiter geht's.